Ja, Valencia wartet schon auf uns und ja, obwohl wir mit Rot gesperrt wurden, sind wir dennoch jetzt im Halbfinale. Selbst auflegen und dann aufs Tor schießen. Machen wir. Das machen wir doch gerne. Das gesamte Team. Sehr gut. Wir aktivieren das einfach, weil uns einfach sonst, ne? Einmal die ganzen Booster ausgehen, beziehungsweise ist ja ein bisschen schade, das alles wegzuwerfen. Wir haben ja in den ganzen anderen Saisons gesehen, dass wir diese normalerweise nicht brauchen. Auch gut. Machen wir so. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Natürlich im Finale aktivieren wir gar nichts. Weil wäre ein bisschen langweilig. Reicht ja schon, wenn wir es im Halbfinale aktivieren. Aber im Finale aktivieren wir gar nichts. Puh! Das war mal ein Ding! Ja, da haben wir unsere Vorlage mit einem Volley vorbereitet. Und mit einem Volley ins Eck gezimmert. Sehr gut. Wir sind die Volley Crew. Gefällt mir. Gago. Jonas. Ja, nee. Kacke. Mist. Hol dir den Ball. Dann gib ihn mir, perfekt. Und dann würde ich auch mal sagen. Machen wir nichts draus. Weil, warum denn auch? Ist ja langweilig. So, nochmal. Ah. Nein. Ich will doch nur meine Tricks machen. Ist das denn so viel verlangt? Ist das zu viel verlangt? Wie können wir denn hier eigentlich einwechseln? Alonso gefällt mir schon die ganze Zeit nicht. Packen wir Luka Modric drauf. Das ist das Problem. Seitdem wir der Kapitän sind, wechselt der Computer nicht mehr von alleine. Deswegen habe ich jetzt einfach mal schon mal Alonso rausgepackt. Weil er alt ist und weil er mich in den ganzen anderen Spielen richtig enttäuscht hat.
und Luka Modric eigentlich die bessere Wahl ist. Naja. Pereira, Jonas. Einwurf. Jetzt vielleicht Valencia. Valencia. Nee. So, nein. Ich wollte da schöne Tricks machen. Aber nee, darf ich nicht. Erstmal, ja. Den Typen töten. Ja, 2 Punkte brauche ich noch. Um die 7 voll zu bekommen. Ich glaube, damit habe ich das geschafft. Eieiei, Özil. Das ist ja schon ein bisschen unfair, ne? Ah, einer fehlt mir noch. Dann hau ich mal drauf. Ich glaube, das ist wieder der gleiche, der es abbekommen hat, den Ball abbekommen hat. Schade. Hätte ja klappen können. Nein. Ah, ganz, ganz knapp. So kann ich das vergessen. Aber ich habe wenigstens jetzt schon mal alle Aufgaben. Und Valencia kommt nicht weiter. Wenn das jetzt so bleibt. Ich gehe aber davon aus, dass wir dann im Finale auf Barcelona treffen. Also auf den FC. Weil wir haben sie die ganze Zeit nicht gesehen. Und wenn wir nicht auf den FC Barcelona treffen, dann ist es schon ein bisschen enttäuschend. Das ist ja eigentlich der Grund, weswegen ich zu Real gegangen bin. Einfach um das Spiel Barcelona gegen Real sehen zu können. Aber naja. Schade. Das war blöd. Aber naja. Aber naja. Die Zeit läuft gegen Valencia. Das muss man einfach so sagen. Was war das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der Spieler da versucht hat. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Gibt jetzt einen Einwurf für Valencia. Yeah.
Funktioniert einfach nicht. Jetzt die Maria. Und einfach drauf. Und er geht rein. 5-0. Auch gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ah, ich krieg so einen Anfall. Hey, wir haben 5-0 gewonnen. Yay. Ich... Oh nein. Das... Wow. Wow. Boah, Junge. Was war das? Was ist denn das? Ersatztorwart. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ersatztorwart. Puh. Keine Ahnung. Das gucken wir uns mal an. Unter Strom. Naja. Machen wir mal Platz. Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir es ins Finale schaffen. Lass uns das durchziehen und den spanischen Cup holen. Wir sehen uns auf dem Platz. Und ja, wir spielen gegen Barcelona. Ja, Mann. So, was bedeutet Ersatztorwart? In diesem Fall. Bestimmt, muss... Oh! Das ist ja... Okay, das ist... Macht für mich nicht wirklich viel Sinn, aber... Ich könnte es einlösen in der nächsten Folge. Möchte ich aber nicht, denn ich möchte gegen die beste... bestmögliche Barcelona-Mannschaft spielen. Und deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und tschüss.